Ich bin der Thorsten Hamdorf vom BIU, das ist der Bundesverband der deutschen Spielebranche. Und da kümmere ich mich um die Mitglieder, um die Studiobetreuung, die Services und bin halt ganz nah an der Branche. Der Gaming-Nachwuchs, der braucht in Deutschland oder auch generell in erster Linie erstmal eine gute Ausbildung und er braucht Leidenschaft. Er braucht Leidenschaft für das Medium, er muss dafür brennen, er braucht Mut, sich zu engagieren, sich auszuprobieren, er braucht Kreativität. Das ist alles das, was er von sich aus mitbringen muss. Von außen benötigt er natürlich auch ein Umfeld, das es ihm ermöglicht, seinem Beruf, seiner Profession, seiner Leidenschaft nachzugehen. Das heißt, er braucht ein Netzwerk, er braucht eine gute Ausbildungs-, Bildungseinrichtung, er braucht Zugang zu Förderung, zu Gründungsmitteln, zu finanziellen Mitteln und er braucht ein Netzwerk von Menschen, die ihn vielleicht begleiten und die ihm dabei helfen, sein Spiel fertig zu machen, seine Vision umzusetzen und sie dann eben halt auch erfolgreich zu veröffentlichen. Newcomer Awards, warum sind Newcomer Awards wichtig? Da gibt es, glaube ich, nicht den einen einzigen Grund, sondern es gibt eine Vielzahl von Aspekten. Zum einen ist dann natürlich die Würdigung, die Anerkennung für das Team, für die erbrachte Leistung. Das tut gut, das gibt Selbstbewusstsein. Das zweite ist eine Sichtbarkeit. Das heißt, wenn ich einen Award habe, wenn ich ausgezeichnet wurde, dann verschafft mir das mehr Sichtbarkeit in Medien. Man wird mehr auf mich und mein Produkt und das, was ich geschaffen habe, aufmerksam. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist auch eine Art Gütesiegel. Ein Award ist ein Gütesiegel, das einem Türen öffnen kann für den weiteren Weg, in Bewerbungsgesprächen, in Gesprächen für Finanzierung, für Publishing etc. Und aus dem Grund unterstützen wir als Verband und Netzwerk der deutschen Gamesbranche eben den Newcomer Award auf der Play.